Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir schauen uns jetzt Parity-Automaten an. Parity-Automaten sind eine weitere Art von Automaten, die unendliche Wörter entgegennehmen können. Und diesmal ist die Akzeptanzkomponente einfach nur eine Zuordnung, die jedem Zustand eine Zahl zuordnet, eine natürliche Zahl. Wir haben also nicht mehr irgendwelche Zustandsmengen ausgezeichnet, ja, die sollen endlich oft, die sollen unendlich oft vorkommen, sondern die ganze Akzeptanzkomponente ist einfach diese Abbildung. Ja. Hier haben wir mal ein Beispiel. Nehmen wir wieder diesen gleichen Automaten wie im vorigen Video. Und wir könnten zum Beispiel dem Zustand 1 auch die Zahl 1 zuordnen, dem Zustand 2 die Zahl 2, dem Zustand 3 die Zahl 3. Ja, diese Zahlen, die nennen wir auch die Prioritäten. Ja, also wir sagen, Zustand 1 hat Priorität 1, Zustand 2 Priorität 2 und so weiter. Und anstatt die Zustände zu benennen und die Abbildungen daneben zu schreiben, tun wir einfach mal so, als würden hier die Prioritäten drinstehen. Ja? Also es ist einfach so eine. Die Zustände haben jetzt keine Namen mehr, ja, sie haben nur noch Prioritäten. Ja, und das hier tue ich mal weg. So. Und ja, wann ist ein Lauf eines Parity-Automaten akzeptierend? Der ist akzeptierend, wenn die höchste Priorität, die der Automat unendlich oft durchläuft, wenn die gerade ist, ja, also wenn das Maximum über alle Prioritäten von Zuständen, die unendlich oft vorkommen in dem Run, wenn das eine gerade Zahl ist. Also überlegen wir uns mal hier bei diesem Parity-Automaten, der jetzt diese Prioritäten hat, was für eine Sprache der jetzt erkennen würde. Also wenn die höchste Priorität, die unendlich oft vorkommt, gerade sein soll, na, wir haben nur eine gerade Priorität, nämlich hier, das heißt schon mal, dass dieser Zustand unendlich oft durchlaufen werden muss. Aber zusätzlich soll das ja auch wirklich die höchste Priorität sein. Das heißt, wir wollen nicht, dass auch noch der Zustand 3 unendlich oft durchlaufen wird. Also damit dieser Parity-Automat hier ein Wort akzeptiert, muss es für dieses Wort einen Run geben, einen Lauf geben, der den Zustand 2 unendlich oft besucht und den Zustand 3 nur endlich oft besucht, denn dann und nur dann ist 2 die höchste Priorität, die unendlich oft vorkommt. Ja, und das wäre dann der Fall für die Worte, die unendlich viele Bs haben und nur endlich viele Cs. Ja? Dann gehen wir unendlich oft hier rein, nur endlich oft hier rein. Und das sind genau die Worte, die akzeptiert werden von diesem Parity-Automaten. Machen wir mal noch ein Beispiel. Wir ändern mal die Prioritäten hier so ein bisschen. Und zwar so, ich habe jetzt einfach alle Prioritäten mal um 1 erhöht. Ja, jetzt hat der Zustand hier Priorität 2, die ist jetzt gerade geworden. Der hat 3, die ist ungerade. Und der hat 4, die ist jetzt auch gerade geworden. Okay, jetzt haben wir 2 verschiedene Zustände mit gerader Priorität. Überlegen wir nochmal, was für eine Sprache wird denn jetzt akzeptiert? Na, da kann man am besten mal hier auf diesen Zustand gucken. Das ist der einzige Zustand, der eine ungerade Priorität hat. Und sollte es der Fall sein, dass dieser Zustand hier unendlich oft vorkommt, naja, dann haben wir ein Problem. Ja, dann hätten wir jetzt unendlich oft eine Priorität von 3. Damit das Wort dann akzeptiert wird, muss auch noch unendlich oft dieser Zustand vorkommen. Ja, es muss noch unendlich oft eine höhere Priorität vorkommen, die gerade ist, damit man das Wort wieder akzeptiert. Also Worte mit nur endlich vielen Bs, wo wir nur endlich oft in Zustand 3 gehen, die werden sowieso alle akzeptiert, weil dann die höchste unendlich oft vorkommende Priorität entweder 2 oder 4 ist. Und das ist in beiden Fällen gerade. Ja, aber wenn wir unendlich viele Bs lesen, dann müssen wir auch unendlich viele Cs lesen, damit das Wort akzeptiert wird. Und dann könnte man die erkannte Sprache zum Beispiel so beschreiben, dass die Menge aller Omega-Worte über dem Alphabet ABC, die endlich viele B haben oder unendlich viele C haben. Oder sogar beides. Ja? Also bei endlich vielen Bs werden wir auf jeden Fall eine gerade Priorität hier unendlich oft haben oder die höchste Priorität wird auf jeden Fall gerade sein, welche auch immer es ist. 3 kann es ja dann nicht sein. Ja. Oder falls wir unendlich viele B haben, naja, dann brauchen wir unendlich viele Cs, um die höchste Priorität wieder gerade zu machen. Und wenn ihr euch diese beiden Sprachen hier mal anschaut, dann fällt euch vielleicht auf, dass die komplementär zueinander sind. Also die erste Sprache, die unendlich viele B und endlich viele C, ja, diese Wörter, das ist genau das Komplement zu der Sprache der Wörter mit endlich vielen Bs oder unendlich vielen Cs. Ja, könnt ihr mal kurz Pause machen und drüber sinnieren, dass das wirklich so ist. Ja, und
Ist euch aufgefallen, dass ich vorhin die Prioritäten einfach um 1 erhöht habe an allen Stellen? Ja, das ist auch interessant, oder? Ich habe alle Prioritäten um 1 erhöht und die Sprache ist genau das Komplement geworden. Und das ist kein Zufall. Wir hatten ja bei den Rabin- und Street-Automaten auch so eine Art Dualität gesehen. Wir haben gesehen, wenn wir einen deterministischen Rabin-Automat haben und dann fassen wir ihn einfach als deterministischen Street-Automaten auf, dann wird die Sprache genau das Komplement. Ja, bei deterministischen Parity-Automaten ist es so, wenn ich alle Prioritäten um 1 erhöhe, dann wird die Sprache genau das Komplement. Ja, Parity-Automaten sind in diesem Sinne sozusagen selbst dual. Also wenn ich irgendeinen deterministischen Parity-Automaten mir hernehme, der ordnet den Zuständen irgendwelche Prioritäten zu. Jetzt mache ich Folgendes. Ich baue einen neuen Automaten, bei dem ist alles gleich, Zustandsmenge, Übergänge und so weiter. Nur das Einzige, was ich ändere, ist, ich ändere die Prioritäten. Und zwar erhöhe ich die Priorität bei jedem Zustand um 1. Also die neue Prioritätsfunktion Omega Strich, die ordnet im Zustand Q einfach die alte Priorität plus 1 zu. Ich behaupte, dass dieser Parity-Automat dann genau das Komplement der Sprache des alten Parity-Automaten erkennt. Ja, denn was auch immer ich hier für ein Wort hatte, es gab einen eindeutigen Lauf und sagen wir, die höchste Priorität, die unendlich vorkam, war 1 zum Beispiel. Ja, dann gibt es hier immer noch diesen eindeutigen Lauf, aber jetzt ist die höchste Priorität eben 2. Ja, das ist derselbe Lauf, der durchläuft dieselben Zustände, die Prioritäten sind nur um 1 höher. Ja, und dadurch wird jede ungerade Zahl zu einer geraden Zahl und jede gerade Zahl zu einer ungeraden Zahl. Das heißt, wenn die höchste Priorität, die unendlich oft vorkam, vorher gerade war, dann ist sie jetzt ungerade und wenn sie vorher ungerade war, ist sie jetzt gerade. Also halten wir dieses Resultat einmal kurz fest. Ja, wenn wir irgendeinen deterministischen Parity-Automaten für eine Sprache L haben, können wir ganz leicht einen deterministischen Parity-Automaten fürs Komplement von L finden, indem wir die Prioritäten um 1 erhöhen. Ja? Und das ist die sogenannte Selbstdualität von Parity-Automaten. Ja, und dann wollen wir uns nochmal kurz überlegen, dass man auch jeden Büchi-Automaten in einen Parity-Automaten übersetzen kann. Ist vielleicht auch nicht besonders überraschend, diese Parity-Bedingung, die wirkt ja schon ziemlich mächtig. Ja, das wirkt so, als könnte man da sehr viel ineinander schachteln und sehr viel ausdrücken, sowas wie, wenn das unendlich oft vorkommt, dann muss auch das unendlich oft vorkommen und überhaupt, also, dass man sagt, irgendwas kommt unendlich oft vor, das wird man ja wohl irgendwie ausdrücken können, ja. Und ein Büchi-Automat ist ja eine ganz simple Form, ja, wo man einfach nur eine Menge von Zuständen angibt und sagt, von diesen Zuständen soll irgendeiner unendlich oft vorkommen, ja. Und tatsächlich können wir jeden Büchi-Automaten in einen Parity-Automaten übersetzen, indem wir den Automaten wieder mal komplett gleich lassen, ja, also natürlich bis auf die Akzeptanzkomponente, aber wir nehmen die gleiche Zustandsmenge, die gleichen Startzustand, gleiche Übergänge, und wir müssen hier nur die richtigen Prioritäten eintragen, damit das die richtige Sprache wird, ja. Könnt ihr mal kurz pausieren und überlegen, was für Prioritäten man hier eintragen sollte, damit dieser Parity-Automat, der hier rauskommt, genau die gleiche Sprache erkennt wie dieser Büchi-Automat. Also man kann hier tatsächlich einfach zwei verschiedene Prioritäten benutzen, zum Beispiel die Zahlen 1 und 2. Wichtig ist nur, dass man eine ungerade Priorität und eine gerade Priorität benutzt und dass die gerade Priorität, die man benutzt, höher ist als die ungerade. Ja, also zum Beispiel geht es mit 1 und 2. Und dann macht man es so, man ordnet jedem Zustand, der hier im Büchi-Automat akzeptierend war, die Priorität 2 zu und jedem, der hier nicht akzeptierend war, ordnet man die Priorität 1 zu. Ja, im Allgemeinen also so, Omega von Q, das ist einfach 1, falls Q nicht akzeptierender Zustand war und es ist 2, falls Q ein akzeptierender Zustand war. Denn jetzt gilt ja Folgendes, wenn dieser Büchi-Automat hier, ja, ganz egal, ob er deterministisch oder nicht deterministisch ist, völlig egal jetzt, ja, wenn dieser Büchi-Automat hier ein Wort akzeptiert hat, dann gab es hier einen Lauf, der einen von diesen Zuständen unendlich oft besucht hat, na, dann gibt es hier genau denselben Lauf und der besucht einen von diesen Zuständen unendlich oft. Das heißt, es gibt hier einen Lauf, dessen höchste Priorität gerade ist. Ja? Dann ist die höchste Priorität 2. Na, und umgekehrt, wenn dieser Parity-Automat hier ein Wort akzeptiert, na, dann muss es einen Lauf geben,
für dieses Wort auf diesem Automaten, sodass die höchste vorkommende Priorität gerade ist, und das ist eben nur in diesen Zuständen der Fall. Ja, das heißt, dann würde auch der Büchi-Automat mit dem genau gleichen Lauf dieses Wort akzeptieren. Und damit dürfen wir jetzt hier ein paar weitere Kanten einzeichnen. Wir haben gerade gezeigt, wie man Büchi-Automaten in Parity-Automaten übersetzt, und der Automat ändert sich nicht dabei. Das heißt, aus einem deterministischen Büchi-Automat wird dabei ein deterministischer Parity-Automat und aus einem NBA wird ein NPA. Okay, und erinnern wir uns nochmal kurz an unser Ziel. Unser Ziel war ja zu zeigen, dass diese neuen Automatenmodelle alle gleichmächtig sind. Dem Ziel sind wir bisher noch nicht so besonders viel näher gekommen. Wir haben noch nicht mal überhaupt hier von zwei verschiedenen Modellen gezeigt, dass sie gleichmächtig sind. Aber im nächsten Video, da wollen wir uns die Müller-Automaten ansehen. Und da werden wir erstmals einen großen Schritt in diese Richtung machen. Zuerst werden wir sehen, dass wir alles easy in Müller-Automaten übersetzen können. Ja, also wir werden sehen, es gibt all diese Übersetzungen hier, auch für nicht-deterministische Automaten. Ja, kann man alles darin übersetzen. Und wir werden sehen, dass man zumindest Müller-Automaten in nicht-deterministische Büchi-Automaten zurückübersetzen kann. Und dann schließt sich hier sozusagen ein Kreis. Dann wissen wir schon mal, dass diese fünf Automatenmodelle alle gleichmächtig sind, ja, sobald dieser Kreis hier geschlossen ist. Und was danach übrig bleibt, sind wirklich nur noch die großen, wichtigen Fragen des Lebens, nenne ich sie mal. Kann man nicht-deterministische Automaten auf unendlichen Wörtern determinisieren? Und die Antwort lautet ja. Ja, wir werden dann eine Übersetzung von nicht-deterministischen Büchi-Automaten in deterministische Rabin-Automaten sehen, und dann wird sich der ganze Kreis schließen. Ja? Aber das nur schon mal ein kleiner Ausblick. Ja? Wir machen im nächsten Video erstmal ganz gemütlich weiter mit den Müller-Automaten.